herzlich willkommen, wir freuen uns wirklich, dass so viele Leute gekommen sind zu unserem Vortrag über Webtracking. Mein Name ist Bernhard Sach, ich bin selbstständiger Softwareentwickler und in meiner Freizeit bin ich an Service-Projekten engagiert, wie die Crypto-Party Graz. Das ist eine Veranstaltung, die jeden ersten Montag im Monat, und in diesem Montag ist der nächste Monat, stattfindet, wo man hinkommen kann und sich miteinander diskutieren oder helfen lassen für privacy-relevante Themen. Und wir arbeiten schon mit Freunden arbeiten in der Privacy-Maschine, von der werden wir jetzt auch immer was hören. Und ja, mit meinem Kollegen und Freund Olaf Dichler, der sich selber falsch melden wird, werden wir jetzt einen Vortrag machen. Ja, darf ich auch alle recht herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Olaf Dichler, ich bin derzeit Student der Technischen Informatik im schönen Heidelberg, habe aber meinen Bachelor in Physik in Graz gemacht und habe heute die Ehre, euch was über Webtracking zu erzählen. Und wie der Bernhard schon gesagt hat, entwickeln wir zusammen die Privacy-Maschine, aber dazu später mehr oder um 12:40 Uhr dafür herzlich zum Lightning Talk über Privacy-Maschine einladen. Also, oben rechts seht ihr ja schon unseren Protagonisten des heutigen Vortrags, das ist unser Schaf. Unser Schaf wird sich in den Dschungel des World Wide Web bewegen und sich anschauen, was da alles an seltsamer Flora und Fauna so existiert, was Webtechniken sind, was Datenkraken sind. Und unser Schaf wird sich gegen Ende dann auch ein bisschen bewaffnen, um den Datenkraken was entgegensetzen zu können. Okay, was macht unser Schäfchen? Das Schäfchen macht das, was wir alle machen. Es surft im Internet, es schaut eine Seiten an, über Nachrichten, informiert sich, es shoppen, also bestellt Dinge und lässt sich das nach Hause schicken. Und diese Seiten, also die Webseiten, haben wir hier oben Content Provider genannt. Und diese ganzen Webseiten verwenden sehr viele Web-Technologien, damit diese Seiten sich anpassen können auf euer Gerät, damit sie am Smartphone anders ausschauen wie am Desktop und damit das Ganze modern und interaktiv wird. Eine dieser Techniken ist Cookies. Das ist eine kleine Textdatei, wo sich euer Browser merken kann, dass ihr eingeloggt seid oder die Inhalte eurer Artikel für den Warenkorb kann man sich drin merken. JavaScript ist eine ganz wichtige Technologie, die wird immer dann verwendet, wenn irgendwas interaktiv ist. Also wenn man mit der Maus drüber fährt und das bewegt sich, oder wenn man einen Kartenausschnitt verschiebt, ist immer JavaScript im Hintergrund aktiv. Und ganz wichtig zu wissen, das was ihr seht auf der Homepage, kommt nicht direkt von der Homepage, sondern sehr viel wird nachgeladen von anderen Seiten. Also mit dem Urwort Third-Party-Content kann man das zusammenfassen. Das sind zum Beispiel andere JavaScript-Libraries, das sind Videos und vor allem ist es Werbung. Ja, unser Schaf surft halt im Internet, freut sich, dass alles hübsch interaktiv und alles angepasst ist, aber es fragt sich jetzt, was können diese Webtechniken eigentlich noch? Also diese Webtechniken können unser Schaf quer durchs Internet verfolgen und das immer wieder erkennen und zum Beispiel Cookies eignen sich nicht nur um Login-Daten zu speichern, sondern auch zum Beispiel um eine Werbe-ID dabei zu schreiben und unserem Schaf ein Brandmal in den Pelz zu brennen. Das JavaScript, was die Seiten hübsch und interaktiv gestaltet, kann auch relativ viel über unseren Browser auslesen und zum Beispiel die installierten Schriftarten, die Bildschirmauflösung und was für eine Add-ons ihr im Browser habt, auslesen. Und in Summe ist das relativ eindeutig für einen Computer und das Schaf wird quasi damit vermessen und kann immer wieder erkannt werden. Und das macht meistens nicht die Webseite selber, sondern der Third-Party-Content, also die Werbung, die eingeblendet wird und die Tracker, die benutzen diese Techniken, um unser Schaf quer durchs Internet zu verfolgen. Genau, was passiert jetzt dann im Hintergrund von dem Schaf, wenn es gerade nicht hinschaut? Mit Webtracking wird das Schaf immer wieder erkannt und es werden die Surferläufe über sehr lange Zeit gespeichert. Und diese Surferläufe werden mit dem von anderen Schafen verglichen. Und das Ganze wird dann verwendet, um
Personenprofile zu erstellen, die relativ umfassend sind. Und das ist dann schon langsam bedenklich und auch vor allem gefährlich, weil diese Daten werden monetarisiert, das heißt zu Geld gemacht. Und diese Profile, wir selber auch Datenkranken genannt, haben das Problem, dass sie im internationalen Raum agieren. Das heißt, aus Datenschutzsicht muss man echt sagen, das ist ein rechtsfreier Raum, der de facto keiner Kontrolle unterliegt, zumindest in der Regel. Anderes nettes Detail, diese drei Buchstabenorganisationen, die man so kennt, haben auch Zugriff auf diese Profile. Ja, unser Schaf fragt sich jetzt schon langsam, bin vermessen, bin gebrandmarkt, bin ich eigentlich noch der Kunde von der Website oder eigentlich das Produkt, wer jetzt im Schlachthof führt. Also diese Profile-Reseller bauen sich eben ein Profil von unserem Schaf zusammen, allerdings nur mit den Daten, die sie interessieren, dass das Schaf gerne anderen Schafen hilft, interessiert es die Datenkranken eigentlich recht wenig, das filtern sie aus. Da geht es eher darum, herauszufinden, was, wie man das Schaf möglichst lange auf einer Seite behält und wie man das Schaf dazu bringt, dass es möglichst viel Werbung ansieht. Diese Daten werden auch weitergegeben wieder an die Content Provider, um die Seiten möglichst eben so anzupassen, dass das Schaf möglichst lange drauf bleibt, um möglichst viel Werbung zu konsumieren. Man muss dazu sagen, viele Webseiten würden ohne die eingeblendete Werbung nicht überleben, denn man denkt einfach mal an irgendeine Online-Zeitung. Aber unser Schaf findet das recht gefährlich und fragwürdig. Genau, also ich möchte jetzt dann ein Beispiel einer Datenkrake namens Aktion aufzählen, also das ist mein Beispiel, was diese Datenkraken eben für Informationen so gespeichert haben. Das sind zum Beispiel gesundheitsrelevante Daten, Allergien, Diabetes oder Suchtmittel, vielleicht nur die Recherche danach. Es sind Stammdaten, also Basisdaten, wie Name, Adresse, Geburtsdatum. Das sind Sachen, die man typischerweise beim Onlineshop angibt, wenn man sich etwas zuschicken lässt. Es sind Finanzdaten über Kaufkraft, Bonität. Genau, das wirklich Spannende an dieser Folie, es sind das Kästchen nun. Es wird pro Person über 3000 Merkmale herausgelesen aus diesen ganzen Datenbergen. Wenn sich jetzt dann das Schäfchen von sich aus überlegt, 3000 Merkmale über sich selbst, dann ist es irgendwann einmal bei der Farbe seiner Zahnpasta anbelangt. Also. Genau. Was hat das jetzt für Auswirkungen eigentlich? Nicht? Also ein Ding, was leicht belegbar ist, ist, dass Preise angepasst werden. Wenn man ein Produkt sucht, wird nicht der übliche Preis, oder es gibt eigentlich keinen üblichen Preis, sondern der wird angepasst an eure Kaufkraft, sicher zu eurem Essen. Und was anderes, was auch leicht ablesbar ist mit Big Data Technologien, sind, wenn man ein anderes Konsumverhalten hat von einem Menschen, von einer Frau, kann man herausfinden aufgrund des Änderungen des Konsumverhaltens, ob sie schwanger ist oder nicht. Das will man meistens auch nicht, dass das bekannt wird, bevor man selber kommuniziert. Ja, also. Unser Schaf hat jetzt ein bisschen was über den Dschungel gelernt, sich ein bisschen einen Überblick verschafft und fragt sich jetzt eigentlich, ich habe doch nur im Web gesurft, habe nur ein paar Seiten angeschaut. Ich habe dem eigentlich nie zugestimmt, vermessen, gebrandmarkt, verkauft und eingesperrt in meine eigene Filterblase zu werden. Was kann denn unser Schaf jetzt eigentlich dagegen tun? Genau, also die üblichen Techniken, was man so machen kann, man kann Werbeblocker, Adblocker und Privacy-Plugins installieren in seinem Browser. Und was diese machen, ist, sie versuchen die Webtechniken zu zerschneiden. Weil mit Webtechniken werden Seiten modern und interaktiv dargestellt, werden aber eben auch für Webtracking verwendet. Und hier muss man, ist das ganz klar ein Trade-off, den man eingehen muss. Man hat entweder die Wahl zwischen Schutz vor Webtracking oder funktionierende Webseiten. Den perfekten Schnitt gibt es leider nicht. Ja, trotzdem so ein paar Tipps,
wie sich unser Schaf mehr oder weniger schmerzfrei doch ein bisschen einen Schutz vor Webtracking verschaffen kann. Das fängt mit so einfachen Sachen an, wie einfach einen zweiten Browser oder ein zweites Firefox-Profil zu verwenden, die nicht so einfach miteinander verknüpfbar sind. Das geht darüber, dass man die Browserdaten regelmäßig einmal zusammenbaut, zum Beispiel bei Close und Exit. Im Firefox kann man das relativ einfach einstellen. Das genaueres dazu findet ihr da unten unter der Adresse. Das haben wir, also wir stellen den Vortrag, der ist eigentlich schon online, wird wahrscheinlich noch einmal updated, aber weil ich glaube, die Adresse haben wir vergessen da reinzuschreiben. Aber der wird gleich auf der auf dem Vortrag jetzt, werden wir die Folien hochstellen, die findet ihr auf der Crypto-Party-Seite und den Hinweis, dass die Crypto-Party mit Art und Hilfe da euch zur Verfügung stellt, den hat der Bernhard euch eh schon gegeben. Nochmal die Erinnerung. Dankeschön. Genau. Der Schäfchen ist immer ein bisschen unglücklich mit der Lösung, was es so gibt. Und perfekt. Und jetzt, ja, also wir arbeiten eh schon seit einer gewissen Zeit an der Privacy Machine, die leider unfertig ist, aber auch Crypto-Team. Und die hat die wichtige Aufgabe, Webtechniken zu ermöglichen. Also das heißt, die Seiten funktionieren ohne Einschränkungen und dass sie Webtracking oder beziehungsweise die Profilbildung daraus verändert. Also das ist die Hauptaufgabe. Ja, also zusammenfassend, wie können wir unser Schaf bewaffnen? Das ist einmal, indem wir unser Schaf so ausschauen lassen wie alle anderen Schafe auf der Wiese und versuchen halt in der Masse unterzugehen. Das wäre dieser Ansatz mit den Webtechniken, um möglichst wenig Informationen preiszugeben. Ist manchmal sehr unangenehm, also jeder, der NoScript verwendet, weiß das schon von sich aus, aber es ist besser als nichts. Die zweite Variante wäre die, die Privacy Machine implementiert, jedes Mal eindeutig zu sein, aber wir verkleiden unser Schaf einfach jeden Tag aufs Neue und sorgen so dafür, dass die getrackten Daten einfach nicht mehr zusammenführbar sind. Also die Daten existieren, können aber nicht mehr mit dem Profil zusammen verknüpft werden, was den Vorteil hat, dass World Wide Web funktioniert wie gehabt. Ja, das war jetzt eigentlich der Kern unseres Vortrags. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass ihr euer kleines Schäfchen ein bisschen schützen könnt und möchten euch motivieren, auch die Schäfchen eurer Freunde und Familie ein bisschen zu schützen mit der Technologie. Genau, und wir selbst uns, wenn ihr wollt, natürlich uns freuen, um 12:40 bei einem kurzen Live-Vortrag über die Technik der Privacy Machine. Und wir suchen einen Entwickler, also bitte, falls wer motiviert ist, da mitzumachen, herzlich willkommen. Und um 15 Uhr bis 15:30 sind wir unten in der Kantine. Gespräche sonst was. Ja. Bitte Fragen. Viele Fragen. Schätzungsweise, wann wird die Privacy Machine Online gehen in Deutschland? Natürlich ist sie ja ordentlich. Ja, wir planen diesen Sommer, später 2 Release, wo dann im Großen und Ganzen alles funktionieren sollte und suchen dann jeden Tester, also bist herzlich willkommen zum Lightning Talk, da fast mehr. Danke. Weiter von da, hier. Jetzt kommt es nicht mehr hin, oder? Nur, ja. Was funktioniert jetzt noch? Derzeit, es gibt eine Variante, es gibt die Beta 1 Variante vom letzten Jahr, die haben wir online gestellt, letztes Jahr veröffentlicht. Den derzeitigen Entwicklungsstand, da haben wir sehr viel refactored, umgebaut, jetzt haben wir, der Update-Mechanismus ist noch gerade in Arbeit, aber die derzeitige Variante ist noch zum Selbstkompilieren, da gibt es noch keine Pakete, aber das steht auf GitHub und ist eigentlich auch der Variante von vor einem Jahr vorzuziehen, weil ja, die ist ein bisschen verändert. Wird das nach Open Source? Ist auch ein Open Source Projekt, ja. Wie viele Entwickler sind jetzt oder wie viele Personen sind Also
wir haben wechselnde Personenzahlen, also Hauptentwickler sind wir zwei, also Bernhard und ich. Letztes Jahr bekamen wir Unterstützung von einem guten Freund und auch eine Förderung von NetIDE. Die hat uns sehr weit vorgehaut, was das angeht, und jetzt suchen wir eigentlich Leute, die uns wieder unterstützen und das Team ein bisschen vergrößern. Also C++, Qt als Framework und darunter liegt Debian, aber bitte kommt zum Beispiel, das fängt gerade an, die soll man brauchen. Sonst noch Fragen?